Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Ja, wir haben jetzt ein Schlachtschiff, die Kawachi. Und ich muss zugeben, ich habe bereits eine Runde mit der gespielt. War auch sehr cool, habe ich auch eigentlich aufgenommen, aber ich habe bei OBS vergessen, die Szene umzustellen. Das heißt, ich habe nur ein ganz anderes Bild aufgenommen. Daher konnte ich die Folge leider in die Tonne treten. Naja, gut. Wir gehen ins Gefecht. Und drehen ab. Hör du mal wieder klar, dass ich die Aufnahme starte und gleich sofort wieder am Gehen bin. Mann, Mann, Mann. Ja, meine Zunge ist immer noch kaputt, deswegen kann ich nicht so richtig reden gerade. Eigentlich dürfte ich in dem Zustand gar nicht aufnehmen, sondern müsste meine Zunge ein bisschen formen. Ich habe mir nämlich darauf einmal vor ein paar Tagen mal da drauf gebissen und seitdem tut's weh. Naja. Archipel. So. Das T. Ach, da ist eine 3 da drüber. Okay, das T bedeutet, wir können unser Leben wieder ein Stückchen auffüllen. Das haben wir scheinbar dreimal. Und das Schiff ist verdammt langsam. Die Schlacht beginnt. Wie man es merkt. Oh Gott. AP oder HE? Wir nehmen mal HE. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was besser ist. Achso, das ist unser. Okay. So, das hintere Geschütz würde ich gerne in dieser Richtung behalten. Streitkräfte entdeckt. Boden? Da hinten. Ein bisschen weiter weg von dem Schiff hier. Von dem Kollegen. Thank you.
Scheiß Feuer!
Okay, jetzt gehen wir mal auf den da vorne. Ich erstmal auf den darauf. Das letzte werde ich wohl, denke ich mal, nicht zerstören können, weil ich zu langsam bin. Oder ich werde da nicht rankommen, so. Ich bin zu langsam. Ich muss mal darauf achten, ob ich nur für eine kurze Zeit diesen Bonus habe. Nee, den hat man scheinbar dauerhaft. Okay. Ah, Mann. Ja, hätte besser laufen können. Ist halt auch schwierig mit einem Zerstörer. Schlachtschiff. Neue Stufe 7. Chefkapitän, Ihr Kapitän und neue Fee. Wie das Schiff verdient, dessen Kapitän-EP in Gefechten. Kapitäns-EP werden zum Meistern von Fertigkeiten belegt, welche die Leistung des Schiffs verbessern. Aha. Wird ein Kapitän einem anderen Schiff zugewiesen, muss er neu eingewiesen werden. Bis zum Schluss der Einweisung ist der Effekt gemeisterter Fähigkeit verringert. Okay. Klicken Sie auf das Kapitänsbild im Hafen, um auf den Fertigkeiten zu greifen. Okay, gucken wir uns das mal an. Thank you.
Yuto Katagiri. Das ist unser Kapitän. Wow. Aha. Cool. Einsatzzentrale für Katapultflugzeuge, aha. Kurvenkampfexperte. Okay. Vielsichtiger wird eine Warnung über das Risiko. Es wird eine Warnung über das Risiko angezeigt, wenn sich Landstrecken Artilleriefeuer auszusetzen werden. Okay. Okay. Okay, Ausdauer. Vorrangiges Ziel. Nachdem diese Fähigkeit gemeistert wurde, zeigt die Anzeige für Situationsbewusstsein. Entdeckt. Die Anzahl Gegner, die derzeit mit den Geschützen der Hauptbatterie auf ihr Schiff ziehen. Ah. Oh, geil. Ach, wir können aber noch nichts davon machen. Okay. Präventive Maßnahmen. Verringert die Gefahr des Ausfallens der Schiffsmodule. Okay. Was gibt's denn noch? So, höchste Alarmbereitschaft. Verringert Nachladezeit des Schadensbegrenzungstrupps. Aha. Ah, okay. Gibt es auch irgendwas mit, geringe, also für weniger Nachladezeit? Elite-Schütze. Verbessert Drehgeschwindigkeit der Geschütze. Oh, das ist natürlich geil. Notstart. Trägheitszünder für Sprenggranaten. Steigert die Panzerungsdurchschlagskraft der Sprenggranaten, die von der Haupt- und oder Sekundärbatterie abgefeuert werden, zu Lasten ihrer Brandwahrscheinlichkeit am Ziel. Hm. Beschleunigt die Nachladegeschwindigkeit der gesamten Bewaffnung mit abnehmender TP des Schildes. Ah, minus 0,2% Nachladegeschwindigkeit, Nachladezeit aller Bewaffnung für je 1% verlorene. Ah, geil. Das ist natürlich cool. Hm. Das ist interessant, was man so alles machen kann. Mal gucken, was denn noch so kommt. Ob überhaupt noch was kommt. So, was haben wir denn hier jetzt? Naja, wir haben ja den Motor schon geupdatet. Hm. So, können wir die Kavallerie B können wir leider noch nicht mehr uns holen. Schade. Ich würde aber gerne erstmal bei Forschung auch mal die anderen Stufe 3 13 Flugzeuge. Wie viel hat denn die hier? 64 Flugzeuge, alles klar. Artillerie? Das Ding hat Bewaffnung. Ich würde aber erstmal gerne hier halt sowas dann erstmal die dann hier freischalten. Ach so. Ah. Ach so, okay, diese EP umwandeln. Hä?
jetzt nicht so ganz, aber egal. Ich kaufe mal ein neues Schiff. Ich wollte Schiff kaufen. Hä? Okay. Ach so, okay. Ah, okay, das ist dann mit Kapitän. Was habe ich jetzt hier gemacht? Umikaze. Wieso ist die Umi... Was? Hä? Irgendwie... Sorry, wenn ich jetzt gerade hier ein bisschen verwirrt bin, aber... Wieso ist jetzt die Umikaze da? Was habe ich gemacht? Ach so, weil, okay, die haben das, ach so, das ist so in Reihe, okay. Das letzte Schiff ist dann das beste Schiff, okay, ich verstehe. Gott, ey. Oh, komm. Oh, das Schiff ist ja dann schon Stufe 4. Warum ist das schon Stufe 4 dann schon? Nee, das ist... Warte, Attacke. Ist doch kein... Also, ich habe hier drauf geguckt. Natürlich. Das ist Stufe 3. Okay, wollen wir dann... Warte mal, das hier ist ein Zerstörer. Kreuzer. Genau, Zerstörer waren die ganz kleinen Schiffe. Acht Kilometer dann. Wollen wir dann mal in der nächsten Folge mal die testen? Die Umikaze? Ja, oder? Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!